Hallo zusammen. In diesem Video gehe ich auf die logistische Regression ein. Ich erkläre, wie die logistische Regression funktioniert und wie das dahinterliegende Modell aussieht. Anschließend gehe ich auf die verwendete Kostenfunktion ein und erkläre, wie man die logistische Regression in einem Datensatz mit mehreren Klassen verwenden kann. Blicken wir zunächst einmal auf das dritte Video dieser Reihe zum Thema Supervised Learning zurück. In diesem Video habe ich unter anderem die beiden unterschiedlichen Arten des Supervised Learnings, Regression und Klassifikation, erläutert. Während die Regression numerische Werte prädiziert, prädiziert man bei der Klassifikation einzelne Objektklassen, wie zum Beispiel wahr oder falsch. Die lineare Regression, die ich in einem der vorherigen Videos vorgestellt habe, fällt unter die Kategorie Regression, während die logistische Regression, anders als der Name es vermuten lässt, unter die Klassifikation fällt. Beide Verfahren fallen jedoch unter die Kategorie Supervised Learning und benötigen somit gelabelte Daten. Anwendungsfälle für Modelle aus dem Bereich der Klassifikation können etwa E-Mail-Spam-Filter sein, die erkennen sollen, ob es sich bei einer E-Mail um Spam oder keinen Spam handelt. Eine weitere Möglichkeit ist die Einschätzung von Tumoren, die als gut oder bösartig klassifiziert werden können. Im Bereich des autonomen Fahrens müssen Objekte im Straßenverkehr einer Klasse zugeordnet werden können, um deren Verhalten korrekt einordnen zu können. Hierzu können Modelle aus dem Bereich der Klassifikation verwendet werden. Ebenso können diese bei der Wettervorhersage Anwendung finden, indem man etwa sonniges oder bewölktes Wetter prognostiziert. Bei den ersten beiden Beispielen gibt es nur zwei verschiedene Objektklassen oder anders ausgedrückt plus zwei verschiedene Möglichkeiten. Diese Art der Klassifikation wird auch als binäre Klassifikation bezeichnet, während die unteren beiden Beispiele mit mehreren Objektklassen als Multiklassenklassifikation bezeichnet werden. Ich beschäftige mich zunächst einmal nur mit der binären Klassifikation und komme am Ende des Videos auf die Multiklassenklassifikation zurück. Wenn wir uns eine binäre Klassifikation anschauen, dann kann y, also die Target-Variable, lediglich zwei verschiedene Werte besitzen. In diesem Video wähle ich dazu den Wert 0 und den Wert 1, wobei ich den Wert 0 als negative Klasse bezeichne. Das entspricht in dem Tumorbeispiel von eben einem gutartigen Tumor. Entsprechend ist der Wert y gleich 1 die positive Klasse, also der bösartige Tumor. Die Wahl der Werte ist hier nicht in Stein gemeißelt, sondern lediglich ein Beispiel. Man könnte genauso gut andere Werte nehmen oder die beiden Werte vertauschen. Die beiden Werte 0 und 1 werden aber standardmäßig verwendet. Betrachten wir das Ganze nun einmal grafisch. Auf der x-Achse befindet sich das Future x1, was etwa für die Größe des Tumors stehen könnte. Auf der y-Achse wird über den Wert 0 bzw. 1 angegeben, ob es sich um einen bösartigen Tumor handelt oder eben nicht. Als Beispiel trage ich dazu einmal je 4 Datenpunkte auf. Bevor wir uns der logistischen Regression widmen, schauen wir uns einmal eine lineare Regression an, hier in grün dargestellt. Nehmen wir als Grenze jetzt einmal den Wert 0,5 und sagen, alles, was darüber liegt, also da, wo f von x größer gleich 0,5 ist, ist ein bösartiger Tumor, das heißt y gleich 1. Im gegenteiligen Fall, also f von x ist kleiner als 0,5, ist y gleich 0 und es wird ein gutartiger Tumor prädiziert. Anhand der Schnittstelle der gelben gestrichelten Linie mit dem Graphen können wir den Wert des Futures x1 ausmachen, für den ein Tumor als bös bzw. gutartig prädiziert wird. Für dieses sehr konkrete Beispiel funktioniert das Modell der linearen Regression also einwandfrei. Betrachten wir doch jetzt einmal die beiden zusätzlichen, sehr weit rechts liegenden Datenpunkte. Werden diese zusätzlich bei der Berechnung der linearen Regression einbezogen, so verschiebt sich die berechnete Funktion f entsprechend nach rechts und einige der weiter vorn liegenden roten Datenpunkte werden nicht mehr korrekt prädiziert. Was ich mit diesem zugegebenermaßen sehr einfachen Beispiel versuche zu veranschaulichen, ist das folgende. Die lineare Regression ist für diese Art der Daten nicht geeignet. Zum einen können Ausreißer, wie hier zu sehen, einen sehr großen Einfluss auf die berechnete Funktion haben. Zudem ist es auch mathematisch gesehen sicher sehr fragwürdig, wenn eine Funktion, die einen Wertebereich von minus bis plus unendlich hat, eigentlich nur Werte zwischen 0 und 1 prädizieren soll. Widmen wir uns jetzt dem Modell der logistischen Regression, welches die beiden eben genannten Punkte, der Robustheit gegenüber Ausreißern und der Wertebereich der Modellfunktion, erfüllen soll. Betrachten wir dazu einmal die lineare Funktion f, die auch bei der linearen Regression verwendet wird. Bei der logistischen Regression nutzen wir das Produkt z mal x als Input für eine Funktion g.
Die Funktion g von z ist definiert als 1 durch 1 plus e hoch minus z. Diese Funktion wird auch als logistische Funktion oder Sigmoid-Funktion bezeichnet. Plotten wir diese einmal über z, sehen wir, dass der Wertebereich der Funktion zwischen 0 und 1 liegt. Für Limes z geht gegen unendlich, geht die Funktion gegen 1. Für Limes z geht gegen minus unendlich, geht die Funktion g gegen 0. Zusammengefasst können wir unsere Modellfunktion f nun wie folgt schreiben. Falls ihr euch jetzt vielleicht etwas wundert, warum ich den Umweg über die Funktion g von z gegangen bin, statt euch direkt diese Funktion zu präsentieren, so hat das Ganze natürlich seinen Grund. Später, wenn wir uns neuronale Netze anschauen, findet man eine verwandte Berechnung vor, bei der die Funktion g auch als Aktivierungsfunktion bezeichnet wird. Zurück zu unserem Beispiel von eben. Berechnen wir jetzt die Parameter θ für die hier gezeigte Modellfunktion, so wird diese in etwa so aussehen. Auch hier können wir wieder den Schnittpunkt mit der gedachten gestrichelten Linie beim Wert 0,5 ziehen. Natürlich kann man hier auch einen beliebigen anderen Wert zwischen 0 und 1 nehmen. Wie wir sehen, erfüllt die hier gezeigte Modellfunktion die eben angesprochenen Punkte. Sie hat einen Wertebereich zwischen 0 und 1 und hat keinerlei Probleme mit den beiden Ausreißern auf der rechten Seite. Wir können die Modellfunktion f nun wie folgt interpretieren. Der Wert der Modellfunktion f ist die geschätzte Wahrscheinlichkeit dafür, dass y gleich 1 für einen Input x ist. So könnte man einen Wert von 0,8 beispielsweise als eine 80%ige Wahrscheinlichkeit interpretieren, dass ein Tumor bösartig ist. Dies kann man auch schreiben als die Wahrscheinlichkeit p von y gleich 1 unter der Bedingung, dass x und θ gegeben sind. Betrachten wir jetzt einmal die Kostenfunktion, die in aller Regel bei der logistischen Regression verwendet wird. Es handelt sich dabei eigentlich nicht um die hier gezeigte Kostenfunktion j, die in der Regel bei einem Regressionsmodell verwendet wird. Das liegt an der Modellfunktion f, die, wie wir eben gesehen haben, so aussieht. Diese Funktion ist jedoch nicht linear in θ, womit auch die gesamte Kostenfunktion j nicht linear in θ ist, was dazu führt, dass die Funktion nicht konvex ist. Welche Probleme sich daraus ergeben, habe ich im letzten Video dieser Reihe gezeigt. Es gibt jedoch in diesem speziellen Fall eine Möglichkeit, eine sinnvolle lineare Kostenfunktion zu definieren. Wir ersetzen zunächst den Term nach der Summe durch die Funktion k. Die Funktion k ist definiert als minus der Logarithmus von f, wenn y gleich 1 ist, und für y gleich 0 als minus Logarithmus von 1 minus f. Ich habe die Indizes Klammer auf i Klammer zu an dieser Stelle der Einfachheit halber weggelassen, aber man könnte sie hier natürlich auch noch ergänzen. Betrachten wir jetzt einmal den Fall für y gleich 1 genauer und plotten einmal die Funktion minus Logarithmus von z über z. Da die Modellfunktion bzw. die logistische Funktion f nur im Wertebereich von 0 bis 1 liegt, ist auch nur dieser Bereich für uns an dieser Stelle relevant. Wenn die Modellfunktion f gegen den Wert von 1 strebt und somit gegen die korrekte Lösung y gleich 1, so geht die Funktion k gegen 0. Damit ergeben sich keine Kosten aus der Kostenfunktion, was an dieser Stelle auch sinnvoll ist, da die Modellfunktion den korrekten Wert vorhersagt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn genau die falsche Lösung prädiziert wird, also die Modellfunktion gegen 0 tendiert. Dann geht die Funktion k gegen unendlich und bestraft diese Fehleinschätzung somit mit sehr hohen Kosten. Klicken wir jetzt auf den Fall y gleich 0 und plotten diesen einmal auf der linken Seite. Wenn die Modellfunktion f gegen den Wert von 1 strebt und somit eine falsche Vorhersage trifft, denn wir betrachten ja den Fall y gleich 0, so geht der Wert der Funktion k gegen unendlich und erzeugt somit auch hier sehr hohe Kosten. Andersherum werden bei richtiger Prädiktion, also f geht gegen 0, keine Kosten erzeugt, denn k geht in diesem Fall gegen 0. Die Funktion k lässt sich auch noch zusammenfassen, sodass man nicht die einzelnen Fälle betrachten muss. Wenn man in dieser Funktion y gleich 0 bzw. y gleich 1 einsetzt, so kommt man wieder auf die oben rechts gezeigten Funktionen. Die hier in der Mitte dargestellte Funktion k ist also die Kostenfunktion für einen einzelnen Datenpunkt. Und in Kombination mit der Kostenfunktion j, die ihr links oben sehen könnt, stellt dies die Kostenfunktion für die logistische Regression dar. Man kann nun zeigen, worauf ich aber an dieser Stelle verzichte, dass diese Kostenfunktion konvex ist. Somit können gradientenbasierte Verfahren wie Gradient Descent zur Minimierung der Kostenfunktion f und damit zur Berechnung der Modellfunktion verwendet werden. Betrachten wir abschließend den Fall, dass sich in unseren Daten mehrere unterschiedliche Klassen in einem Datensatz befinden, und man diese prädizieren möchte. Dazu schauen wir uns einmal dieses Beispiel mit den beiden Futures x1 und x2 an. Die Farben der einzelnen Punkte stehen jeweils für eine eigene Kategorie.
Wir definieren jetzt y gleich 0 für die blaue Kategorie, y gleich 1 für die grüne Kategorie und y gleich 2 für die rote Kategorie. Das Vorgehen ist jetzt wie folgt. Man nimmt sich eine Kategorie, etwa die blaue, und fügt allen anderen Datenpunkten einer fiktiven zweiten Kategorie zu, hier in Gelb dargestellt. So hat man erneut ein binäres Klassifikationsproblem und kann die Modellfunktion f, wie vorhin gezeigt, bestimmen. Für den Fall y gleich 0 erhält man so die Modellfunktion f hoch Klammer auf 0 Klammer zu, die man als Wahrscheinlichkeit für y gleich 0 interpretieren kann. Nun macht man genauso weiter für die anderen beiden Kategorien. Für den Fall y gleich 1 erhält man so die Modellfunktion f hoch Klammer auf 1 Klammer zu und für den Fall y gleich 2 die Modellfunktion f hoch Klammer auf 2 Klammer zu. Man hat jetzt also drei Modellfunktionen, die jeweils die Wahrscheinlichkeit dafür prädizieren können, ob ein Datenpunkt zu einer bestimmten Kategorie gehört. Bei der Prädiktion eines neuen Datenpunkts wählt man jetzt die Kategorie aus, deren Modellfunktion die höchste Wahrscheinlichkeit ausgibt, dass dieser Datenpunkt zu der zugehörigen Kategorie gehört. Dieses Vorgehen kann theoretisch für unendlich viele Kategorien angewendet werden. In diesem Video habe ich euch die logistische Regression aus dem Bereich der Klassifikation vorgestellt. In meinem nächsten Video gehe ich auf die Punkte Regularisierung und Overfitting ein, womit wir dann alle Grundlagen zusammen haben, um uns den neuronalen Netzen zuwenden zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.